Im Nachhinein sind wir mit dem Ganzen hier sehr, sehr zufrieden. Bei Regen, es ist stabil, Wind stabil. Also meine Freizeitbeschäftigung ist das Malen. Und ich sitze gerne hier draußen und male, weil A, das Licht dafür gegeben ist und B, wenn man unüberdacht sitzt, trocknen die Farben nicht so schnell, weil ich mit Acryl male. Ist es so, dass die Farben sonst an der Luft sehr schnell trocknen und somit passiert das nicht. Man kann also schön hier sitzen, um eine Freizeitgestaltung zu machen. Unter anderem sitze ich auch gern mal hier und widme mich einem Buch. Und von der Arbeit her bin ich auch gezwungen, viel zu Hause zu arbeiten. Und dann sitze ich eben hier draußen. Auch im Winter haben wir es schon genutzt durch die Heizung. Wir haben eine Heizung hier reingestellt und es ist ohne weiteres nutzbar für Feiern und Gelegenheiten. Wir haben im Januar gesessen, da war bis hier hoch der Schnee und mit Heizung. Wir waren fast 20 Personen hier drin und es war wunderschön. Man hat den Schnee genossen von draußen und hier, ja, wie gesagt, wie in einer Wohnung. Wir hatten 24 Grad hier drin, also es war absolute Spitze, kann man nicht anders sagen. Sehr zufrieden. Es ist nur empfehlenswert, wer die Möglichkeit hat und sich das leisten kann und ein Stückchen zusätzliche Lebensqualität haben möchte, kann da ohne weiteres zuschlagen und sich mal mit diesem Gedanken beschäftigen, das ebenfalls zu tun. Was noch sehr schön ist, muss ich dazu sagen, die zusätzlichen Verriegelungen hier. Auch wenn man nicht da ist, kann man das offen lassen, diese 15 cm Spalt. Man zieht den Schlüssel ab und es ist trotzdem sicher. Man ist ein ganz anderer Mensch und ich finde, das ist super zu machen damit. Man sitzt nicht in den vier Wänden, sondern in der Natur. Man schiebt es auf und zu bei schlechtem Wetter. Sie sehen, es regnet draußen und wir sitzen hier im Trockenen. Man merkt überhaupt nichts. Es ist fantastisch.